Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Attila, Total War. Und ja, wir gehen hier ab wie ein Schnitzel. Da bleibt wirklich kein Auge trocken. Ich habe Bock zu zocken. Ha, das reimt sich. Und was sich reimt, ja, ist bekanntlichermaßen gut. 7000. Jawohl. Ich werde diesen nimmer endenden Strom wohl doch irgendwie niederringen müssen. Aber ich habe dabei jetzt schon Fortschritte gemacht, das kann man so sagen. Und ja. Die Jütten. Wollen die vielleicht Frieden mit mir? Nee. Wollen denn vielleicht die Pikten Frieden mit mir, nachdem sie jetzt so... Nö, auch nicht. Na ja, gut, dann machen wir einfach mal weiter und schauen, was passiert. Okay, da kommen die Jütten zurück. Jetzt wollen sie es aber wirklich alle wissen. Ah, was soll ich sagen? Okay. Spione von 2 auf 3. Statthalter 5. Militärausbildung. Plündern. Ja, lasst uns hier einfach mit Überlegung vorgehen. Wie viel kosten die mich? Hoi. Nur ein Narr lernt nicht von seinen Feinden, genau. Das kostet mich nur eins? Okay. Puh. Schade aber auch. Für den Stamm. Angriff. Wir haben noch Wind. Ich erwarte eure Befehle. Sie sollen vor uns niederkauern. Das machen wir automatisch. Tja, was machen wir jetzt? Niederreißen. Integritätsstufe minus 3.
Rotomagnus. Ich hätte ja eigentlich auch mal Bock. Ich meine, Belgien werde ich mir komplett holen, aber. Bereit zum Kampf. Wir machen das mal so. Ich erwarte eure Befehle. Wir machen das mal so. Was kann ich noch tun? Ich werde das erledigen. Fürchtet nicht. Es ist alles in Ordnung. Willkommenes Scheitern. Naja, ich weiß ja nicht. Korruption ausnutzen. Ich erwarte eure Befehle für den Stamm. Die kosten halt richtig Asche. Was hat dann da eigentlich dabei? Ja, der hat da wahrscheinlich wieder tausende von Kriegshunden. Eigentlich würde ich die hier oben gerne platt machen und eigentlich, ach, ist das doch alles luschig. Tötet! Das war ganz wichtig. Bewegt euch! Ihr könnt euch beschweren, wenn eure Füße bluten. Genau. Dann gehe ich mit dem hier rüber, weil dann dürfte er eigentlich nicht hier vorbeikommen. An unserer großen Armee. Und da sollte man ja auf alle Fälle siegreich sein. Guck mal doch gleich mal. Ups. Die Kaledonia. Versuch die Wahrheit nicht mit Honig. Sprecht offen und. Erhaltener Tribut. Ja, passt doch. Passt doch. Lass uns mal kurz noch in die Zielbedingungen reingucken. Belgica ist klar. Germanien. Aktuelle Zahl, Technologien. Gut, das kommt eigentlich auch hin. Wir müssen jetzt nur Belgier und Germanien eingenommen haben. Ja, haltet über die. Zur Not müssen wir halt dann hier doch die Langobarden da irgendwie platt machen. Aber das kommt ja später erst. Ich sehne mich nach einem Kampf. An die Arbeit, Männer! Kommt, Männer! Kämpft für uns! So, schauen wir mal, was wir hier machen. Was? Bau nicht möglich. Ihr müsst zunächst eure Stadt wieder aufbauen. Okay, alles klar. Waffenschmied. Werkzeugmacher. Ziegenherde. 40 Nahrung pro Fruchtbarkeitsstufe vor Ort. Und wie fruchtbar ist das Ganze? Lass mich mal kurz gucken, wie das mit der Fruchtbarkeit ausschaut. Englisch, klar. So, was Blödes. Handbuch, Einzelspieler. Militärverwaltung, Diplomatie, Wohlstand, Provinzverwaltung, Wetterbedingungen, sich für. Wahrscheinlich ist es hier irgendwo mit dabei, oder? Steuer,
Erhebung, Nahrung, Wachstum, Verarmung, Krankheit, Seuche, Ressourcen, Fruchtbarkeit. Oh. Okay. Steht jetzt da nicht dabei? Ist hier was von Fruchtbarkeit? Fruchtbarkeit 10. Cool. Ja. Dann machen wir hier mal die Ziegen. Rein, oder? Wohlstand aus Landwirtschaft. Eisenproduktion, Eisenschmelze, Waffenschmied. Rekrutierungsarmee plus 1. Ja, bringt mir hier an dieser Stelle eigentlich nichts. Kriegerschrein. Das machen wir jetzt mal. Im Zweifel, ich speichere ja jetzt automatisch ab. Kann ich mir dann immer noch mal ein paar Söldner kaufen. Ja, das war so klar. Die Frage ist, was macht er jetzt? Jagt das auch in die Luft? Nee, tut er nicht. Er hat es nur geplündert. Kein Problem, kein Problem. Alles wird gut. Friedensabkommen mit dem Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken und zum Wohle ihres Volkes Gespräche führen. Unser Kampf wird böse enden und niemandem große Ehre bescheren. Meine Ahnen raten zu Frieden. Was sagt ihr dazu? Will ich den Fight oder versuche ich jetzt erstmal noch Belgienger einzunehmen? Weil dann habe ich ja schon fast meine... Muss ich mich noch um Germania kümmern? Und dann habe ich ja im Großen und Ganzen meine Provinzen schon zusammen. Ja, ich glaube, ich nutze diese Phase. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass der zur Vernunft kommt. Okay, da will er es auch wissen. Rang 1. Okay. Na, what's up? What's up? An die Arbeit, Männer! Ich sehne mich nach einem Kampf. Kriegrö! Wie kann ich euch helfen? Ich werde... Machen wir mal den hier weg. Erfolg. Ja. Düstere Schatten. Gescheitert, kritisch gescheitert. Rang erhalten. Okay.
Amorös, okay. Ich erwarte eure Befehle. So. Bewegt euch! Hörtet sie an! Sehr schön. Bereit zum Kampf. Diese Einheit hier ist auch gut auf dem Vormarsch. Die Siedlung wird belagert. Besetzen. Ich erwarte eure Befehle. Wie kann ich euch helfen? Soll ich mir die Söldner holen? Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch. Ich verbringe meine Zeit. Da oben läuft's ganz gut eigentlich. Die Pikten. Eure Befehle? Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, braucht man die Flotte jetzt gerade wieder nicht mehr, ne? Wenn man realistisch ist. Deswegen tun wir sie auch weg. Bleibt am Ende mehr Kohle für uns übrig. Jawohl. Ich erwarte eure Befehle. Ich sehne mich nach einem Kampf. Oder hole ich mir jetzt dann doch noch die Leute? Ich gehe auf Nummer sicher. Ich möchte nicht, dass hier mein Adelmar stirbt. Und deswegen gebe ich ihm für den unsagbaren Wert von zigtausenden von Juronen. Nee, die will ich gar nicht fortbilden. Sollen sie kommen? Sollen sie doch kommen? Okay, ihr könnt noch einen Provinzstatthalter. Britannia Subior. Öffentliche Ordnung, genau, cool. Dann machen wir mal Runde beenden und schau mal, ob sich der Pikte an sein Versprechen hält. Er verpisst sich, das ist wunderbar. Da gewinnen wir richtig schön Zeit und können jetzt mal unser Reich so ein bisschen ausdehnen. Was machst du zum Henker da? Ich traue ihm nicht über den Weg, nicht so weit, den ich ihn sehen kann. Verträge waren für uns beide von Nutzen, doch nun... Tja...
Da hat uns irgendeiner die Freundschaft gekündigt und ihr habt jetzt zum ersten Mal den Gong gehört. Und das heißt, 20 Minuten sind rum. Also, Bevölkerungsüberschuss, wunderbar. Nicht Angriffspakt gebrochen. Okay. Gut. Kann man ihm trauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle werde ich mal hier hinziehen. Und mit dem werde ich nach da drüben ziehen. Krieger! Ich sehne mich nach einem Kampf! Aidan Kichitan! Auf geht's! Zerstört sie! Bewegt euch, Männer! Kriegre! Hier hat schon wieder einer zwei Fähigkeiten dazu gekriegt. Gut. Das sind weiterhin die Gallier. Wir werden diese Seilung für den Stamm annehmen! Einnehmen heißt das. Besetzen. Okay, und jetzt hauen wir hier mal die Söldner raus. Die kosten nämlich ein Schweinegeld. Ja. Bereit zum Kampf. Stellt Wachen auf. Und ihr geht da rein. Oh, und ihr geht mal nach da unten. So, 10.000. Ist nicht viel Geld, wenn man am Arsch ist. Ich möchte auf alle Fälle einen Brunnen bauen. Und ich möchte hier auf alle Fälle eine Hofstadt bauen. Und ich möchte hier auf alle Fälle den Schmied abreißen. Jo, ihr Lieben, diese Runde ist für mich wieder aus. Guck mal nochmal nach unserer Familie, ob da schon ein paar Kinder heranwachsen. 8. Oh, hat's nicht geschafft. Es tut mir leid. Wo ist das denn? In Belgica? Okay. Ich speichere ab und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, euer Don Firenze.